Vor 100 Tagen war dieser Wald nicht mehr als ein Friedhof. Doch mit der Zeit entwickelte er sich durch Regen und Feuer weiter. Sieh zu, wie Reiche aufsteigen und Raubtiere fallen. Aber die eigentliche Frage ist, wer kann hier überleben? Am ersten Tag wurde der Panzer aus Erde, einem Baumstamm und einem Fuchsskelett von Kopf bis Fuß gebaut. Es mag jetzt unfruchtbar aussehen, aber wo der Tod ist, da ist auch Leben. Die ersten Pflanzen begannen zu sprießen und sie übernahmen die Landschaft. Es gab sowohl große als auch kleine Tiere hier. Diese Schnecke waren die ersten Lebenszeichen und verbrachten die meiste Zeit mit Fressen. Alles war in Frieden. Doch dieser Frieden war nicht von langer Dauer. Die Pflanzen verschwanden in einem alarmierenden Tempo und das nicht wegen der Schnecken. Etwas anderes hatte sie gefressen. Etwas unter der Erde. Regenwürmer. Sie übernahmen die Macht und zerstörten alles, was sich ihnen in den Weg stellte. Ich musste sie kontrollieren. Ich brauchte ein Raubtier. Darf ich vorstellen, die östliche Wurmschlange. Sie ist eine Meisterin der Wurmjagd und kann hoffentlich ihre Population in Schach halten. Während dieser Krieg unter der Erde stattfand, begann etwas Magisches über der Erde zu wachsen. Pilze. Sie sind eine der am schnellsten wachsenden Arten auf unserem Planeten. Und Schnecken sind aufgetaucht, um sich zu ernähren. Diese Pilze waren nicht das einzige Leben in dem Baumstamm. Im Inneren liegen die Anfänge eines Reiches. Das ist die Königin des Zimmermannsameise, die gerade ihre ersten Jungen aufzieht. Jede dieser Larven wird zu einer loyalen Arbeiterin, die ihrem Reich dient. Am 21. Tag waren die Pflanzen stark gewachsen. Jetzt gab es viele Lebensformen. Aber konnten sie zusammenleben? Diese Schnecke zum Beispiel hatte gerade einen Haufen Eier gelegt. Sie musste Wache stehen, weil andere Tiere darauf aus waren, sie zu fressen. Grillen. Sie haben nicht nur ihre Eier gefressen, sondern auch viele der Pflanzen. Ihre Population geriet schnell außer Kontrolle. Bis jetzt hatten sie noch kein Raubtier. Bis jetzt, denn hier ist eine männliche und eine weibliche Springspinne. Diese beiden sind ein tödliches Duo. Nachdem sie in das Becken gesetzt wurden, begannen sie mit der Jagd. Die Grillen haben eine unglaubliche Sehkraft, aber die der Spinnen ist noch besser. Sie haben nämlich Augen auf der Vorder- und Rückseite ihres Kopfes. Mit nur einem Biss ist er völlig gelähmt. Es war an der Zeit, ihre hart verdiente Mahlzeit zu genießen. Nun blieb das Leben rund um den Baumstamm nicht unbemerkt. Die erste Arbeiterin der Königin war geschlüpft. Die Königin half ihr, aus ihrem Kokon herauszuschlüpfen, bis sie auf ihren eigenen 6 Füßen stehen konnte. Sie war nur die erste von vielen. Am 50. Tag war der Tank komplett zugewachsen. Die Pflanzen erstickten sich gegenseitig. Ich brauchte etwas, das sie auffrisst. Etwas Großes. Das ist der stachelige Tausendfüßler. Diese großen Pflanzenfresser sollten viele der Pflanzen fressen. Nachdem sie hinzukamen, flüchteten sie tief ins Unterholz. Sie erkundeten den Tank auf der Suche nach einem sicheren Versteck. Diese hier war direkt an einem Spinnennetz vorbeigelaufen.
einem Nest der Springspinne. Dieses Nest wurde mit dem Ziel gebaut, ihre Jungen zu schützen. Denn jetzt verschließt sie die Tür und schließt sich ein. Währenddessen schlüpften die Schneckeneier. Zu diesem Zeitpunkt waren sie völlig durchsichtig und die Babys versuchten, einen Ausweg zu finden. Das erste Baby schaffte es, sich zu befreien, und bald folgen auch die anderen. Die Wolken zogen auf und alle die Tiere mussten sich verstecken. Das kann nur eine Sache bedeuten. Es wird gleich regnen. Viele der Tiere versammelten sich nach dem Sturm zum Trinken. Sogar die Wurmschlange stattete einen kurzen Besuch ab. Am 80. Tag begannen die Blumen zu blühen. Trotz ihrer Wunderschönheit war nicht alles Leben im Gleichgewicht. Die springenden Spinnen hatten Schwierigkeiten, Nahrung zu finden, da die Ameisen die Kontrolle übernommen hatten. In ihrem Nest hat sich eine Armee gebildet. Ich musste sie aufhalten. Es war an der Zeit, ein neues Raubtier einzuführen. Und hier ist eine Gruppe Skorpione. Und nicht irgendeine Gruppe von Skorpionen. Das sind Holzskorpione. Sie haben starke Klauen und einen giftigen Stachel. Also, es war an der Zeit, sie in den Tank zu geben. Ich setze sie vorsichtig im Unterholz ein. Die meisten Skorpione beschlossen, Schutz zu suchen. Aber dieser hier hatte sich in das Gebiet der Springspinnen verirrt. Er hat keine Ahnung, weil er fast blind ist. Seine einzige Möglichkeit war, ganz still zu stehen. Sie untersucht ihn darauf, ob er Nahrung für sie darstellt. Als sie anfängt wegzugehen, bewegt er sich. Aber es sieht so aus, als wäre er dieses Mal mit dem Leben davongekommen. Und schon bald verging die Nacht und sie tauchten wieder auf. Sie leuchten unter ultraviolettem Licht, damit sie sich gegenseitig erkennen können. In den Schatten lebte ein weiteres Fabelwesen, die verschnörkelten Erntemänner. Sie durchforsten das dunkle Terrain nach jeder Art von Nahrung, die sie finden können. Am 90. Tag war die Trockenzeit gekommen. Es gab keinen Regen mehr und der Boden begann auszutrocknen. Ich habe sorgfältig jedes einzelne Tier aus dem Tank entfernt. Aber nicht aus dem Grund, den du vielleicht denkst. Denn an Tag 94 war ein trockenes Gewitter im Anmarsch. Ein Lauffeuer. Es begann sich schnell auszubreiten. Alles fing an zu brennen. Bis auch die letzte Pflanze weg war. Zumindest dachte ich das. Aus der Asche keimte neues Leben.
Der Kreislauf begann immer wieder von Neuem. Hier ist ein weiteres Ökosystem, das ich gemacht habe, das du dir unbedingt ansehen solltest.